Herzlich willkommen bei Naja Genau, der intelligenten, humorvollen TV-Sendung. Heute zu Gast Gerhard Gruber, Stummfilmpianist und Komponist für Filmmusik. Herzlich willkommen zu Naja Genau. Wir haben einen Gast, er heißt Gerhard Gruber. Hallo, kann ich du zu Ihnen sagen? Zu mir? Ja, ja. Sehr gern. Okay. Von wo kommst du her? Ich lebe in Oberösterreich, aber ich arbeite sehr viel, auch in Wien, wenn es möglich ist. Jetzt war ja 7 Monate überhaupt nichts, aber meine letzte Aufführung war auch hier. Ende Oktober. Wow. Wie alt bist du jetzt? Ja, ich habe gerade etwas mit hinten einer Null geschafft, was mich sehr glücklich macht. Ich bin gerade vor 3 Wochen 70 Jahre alt geworden. Ist viel, oder? Ja. Finde ich auch. Ja. Wann hast du mit dem Klavier spielen? Begonnen habe ich, ich glaube, ich war ungefähr 12 Jahre alt und ich habe schon gewusst, was ein Klavier ist, aber mein Klavier habe ich natürlich damals selber entdeckt. Das war versteckt unter ganz vielen Teppichen und dann habe ich das gesehen, dann habe ich drauf geklopft und dann irgendwie ist so meine Liebe zum Klavier erwacht. Aber ich wollte einfach mal probieren. Und ich habe immer mehr probiert und habe eigentlich ganz sehr viel gelernt ohne Unterricht. Und dadurch hat sich etwas entwickelt, was für mein Spiel bei den Stummfilmen ganz wichtig ist, weil ich improvisiere zu den Filmen. Das heißt, ich habe keine Noten dafür, sondern ich sehe etwas. Und was ich sehe, das machen meine Finger sofort zur Musik. Die wissen genau, was sie tun müssen. In welche Schule bist du gegangen? Oh, in eine ganz, ganz strenge Schule. Ich sage es gar nicht, weil also das war in Linz, eigentlich in Urfa. Jetzt habe ich es verraten. Das war eine ganz, wirklich ganz strenge Schule. Und ja, ich habe eigentlich immer lieber Klavier gespielt als gelernt. Also wenn da irgendwie eine Möglichkeit war, habe ich immer Klavier gespielt. Wir hatten oben am Dachboden Übungsräume und da waren auf der einen Seite, ich glaube, 6, 7 Klaviere. Und ein Klavier macht ja bekannterweise Lärm, ja. Also hat man mich immer spielen gehört, dann ist wieder jemand gekommen, hat mich hinuntergejagt. Aber ich habe wirklich, glaube ich, mehr Klavier gespielt als gelernt. Okay. Was ist ein Stummfilm? Ja, das ist so, man sagt immer Stummfilm. Das klingt eigentlich wie eine Krankheit. Ja? Also wenn ein Mensch stumm ist, dann fehlt ihm die Möglichkeit zu sprechen. Und das stimmt beim Stummfilm eigentlich überhaupt nicht. Der war nämlich nie stumm. Die erste Aufführung, die ist schon sehr lange aus, das war am 28. Dezember 1895. Und selbst da war schon ein Klavierspieler dabei. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber bei der ersten, allerersten Kinovorführung sollen ja Besucherinnen aus dem Saal sein, weil sie Angst hatten, dass die Lokomotive auf sie zukommt.
man konnte bis, ja, ungefähr, ich sage es jetzt ganz grob, 1930, aber es stimmt nicht ganz, es war vorher schon möglich, konnte man den Ton, also das, was die Leute sagen, mit dem, was man sieht, mit einem Bild nicht zusammen verbinden. Ja? Also hat man eine Möglichkeit gesucht, wie man das Ganze lebendiger macht. Also hat man das mit Musik gemacht, und zwar mit Leuten, die da gesessen sind, aber nicht nur. Es hat auch Leute gegeben, die haben gesprochen zu den Filmen, zum Beispiel, weil der Film in Englisch war und viele Leute im Kino nicht Englisch gesprochen haben. Vor der Türe lautes Schnaufen, Trieb und Tugend, beide raufen. Seine Hand die Locken packt, sie windet sich, ihr Hals blitznackt. Es bohren sich ihre Fingernägel in das Maul vom wilden Flegel. Das macht alles nur noch schlimmer. Zorro hüpft ins Zimmer. Der Stummfilm, der eigentlich keiner war, ist immer beliebter geworden und hat sich immer mehr entwickelt, und in den 1920er Jahren, also ungefähr 25 Jahre oder so, nachdem die ersten Filme gezeigt wurden, haben sogar ganze Orchester gespielt. Also es hat riesen Kinos gegeben für 5.000, 6.000 Menschen. Ja. In New York hat es ein Orchester gegeben mit 110 Musikern. Dann ist auf einmal der Tonfilm gekommen. Also dort, wo man die Möglichkeit gefunden hat, dass man zusammen mit einem Film auch den Ton aufnimmt. Ja, das, was heute selbstverständlich ist, war nicht immer selbstverständlich. Ton und Bild waren früher mal oder auch heute noch zwei verschiedene Spuren. Ein Streifen, ein Bildstreifen für Film und ein Bildstreifen für Ton. Und die mussten dann so angelegt werden auf diesen vielen verschiedenen Rollen, dass sie dann synchron zu sehen und zu hören sind. Und was ist dann passiert? Tausende Musiker haben ihre Arbeit verloren. Das war ja nicht nur Kino, da hat es so Varieté, hat man gesagt, hat es gegeben. Da hat es Zauberer gegeben, die haben eine Musiker als Begleitung gehabt. Tänzer natürlich, Nummerngirls, die da laufen. Überall hat es Musik gewesen. Und zwischendurch hat es auch einen Stummfilm gegeben, vielleicht nur 10 Minuten, eine Minute oder so. Ja, und plötzlich haben die keine Arbeit mehr. Wie ich jünger war, ich weiß noch, da hat der Österreichische Rundfunk eigenes Orchester gehabt und ganz viele Dinge hat es gegeben, die es heute einfach gar nicht mehr gibt. Ausgestorben, so wie bestimmte Vögel oder Insekten, sind auch viele Musikarten ausgestorben. Tja, aber eben nicht ganz ausgestorben, sondern es geht ganz schön rund. Ihr könnt auf www.filmmusik.at nachschauen. Gerhard Gruber ist weltweit unterwegs und so auch in Österreich. Was wurde eigentlich aus den alten Filmen? Es gibt eigentlich nur mehr 10% von den Filmen von damals, die gemacht wurden. Und von denen gibt es wieder nur 10%, wo man weiß, wie die Musik damals dazu war. Ist alles weg. Klar, nicht? Weil die haben gesagt, juhu, Tonfilm, was brauchen wir dann noch Noten dafür? Weg, weg, weg. Und heute suchen sie überall, dass sie ja noch Filme von damals finden. Schaust du die Filme an, bevor du die Musik spielst? Ja, es ist so. Heutzutage ist es ganz einfach, Filme zu kriegen. Ja? Also wie ich begonnen habe, da war das überhaupt nicht einfach. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, auch bei meinem ersten Mal, wie ich meine ersten Stummfilme begleitet habe, 1988. Die habe ich vorher nicht gesehen. Also ich habe das gesehen und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt passiert das, und was passiert denn da immer? Nicht,
Leute streiten miteinander, Leute haben sich gern, Leute arbeiten, Leute verfolgen sich. Und da gibt's, was man halt im Film kennt, im Film passiert ja irrsinnig viel. Also man muss sehr aufpassen, dass man nicht gegen den Film arbeitet. Man muss also die richtige, passende Musik dafür finden. Und ich habe im Gespräch vorhin gesagt, zum Beispiel Kinder, kann man sich eher vorstellen, dass es was Sanfteres mit höheren Tönen ist. Man muss sich jetzt vorstellen, jetzt kommt ein Riese, naja, der Riese wird von der anderen Seite kommen. Also das Kind spielt zum Beispiel. Und plötzlich kommt der Riese. Das Kind erschrickt und läuft weg. Aha, das ist ein guter Riese. Lacht. Und schreit, hallo. Und das Kind ist vorsichtig, er nochmal. Na komm. Und das Kind kommt. Und es gibt einen riesen Kindertanz. Man muss auch spüren, was könnte jetzt kommen. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die österreichischen Filmtage noch in Oberösterreich waren, in Wels, da habe ich einen Film begleiten müssen. Ich habe ihn vorher nicht gesehen. Und das war ein Dokumentarfilm. Dokumentarfilme, die sind ganz schwer zu begleiten, weil da passiert nichts. Ja, da wird nur immer was erklärt, aber da gibt es keine Liebesgeschichte und keine Verfolgungsjagd und es wird niemand umgebracht. Warum spielst du zu Stummfilmen? Jetzt hätte ich bald gesagt, weil ich nichts anderes kann. Stimmt auch irgendwie. Also ich meine, ich habe einfach das Glück, dass ich etwas tun kann, von dem ich auch gleichzeitig leben kann, also wofür ich auch Geld bekomme. Es gibt so viele Dinge, die man gern hat, für die man immer Geld ausgeben muss. Ins Kino gehen, essen gehen oder was weiß ich, Kleidung kaufen. Nicht? Bei mir ist es umgekehrt, ich gehe wohin und kriege Geld dafür. Das ist doch was Schönes. Und ich freue mich auch, ich habe es einmal zusammengezählt, ich bin die letzten 15 Jahre ungefähr 600.000 Kilometer geflogen für Stummfilm. Und das ist ganz viel und das ist auch ganz viel Geld. Ja? Aber das hätte ich nie als Urlauber machen können. Ja? Niemals. Darum bin ich war schon 44 Jahre alt, wie ich das erste Mal in meinem Leben geflogen bin, weil ich einfach nie das Geld hatte. Spielst du auch so Vampirfilme? Ja, natürlich gibt es auch Vampirfilme. Da gibt es einen ganz berühmten, der heißt Nosferatu. Das ist so irgendwie der Vater der ganzen Gruselfilme und so. Da gibt es natürlich ein paar Orte, wo gedreht wurde. Ja? Also, und der beginnt bei einer Riesenburg. Von ganz unten, von der Talsohle, sagt man, bis zum obersten Dach, ich glaube 105 oder 110 Meter. Das ist in Orawski Rad, das ist in der Slowakei, wenn man von Bratislava ganz hinauffährt zur polnischen Grenze, da steht jetzt mitten im Wald diese Burg, wo der Film gedreht wurde. Und das wollte ich unbedingt sehen. Und da bin ich hin und dann habe ich Fotos gemacht im Hof von der Burg und so weiter. Und dann habe ich den Film verglichen, also da ist nichts verändert seit damals. Thank you.
Spielst du auch so Liebesfilme? Ja, es gibt, glaube ich, keinen Film, wo man nicht, kein Liebesfilm irgendwo auch ist, ja, ganz Film. Auch die Vampirfilme, nicht? Auch dieser Nosferatu, nicht? Nicht? Da kommt ein junger Bursch dorthin, der soll da irgendwas erledigen und bringt eigentlich ganz schlimme Dinge zurück in die Stadt und irgendwie rettet ihn seine Freundin aus Liebe zu ihm und stirbt dabei. Ja. Also auch ein Liebesfilm. Also ich kann mich kaum erinnern, irgendwo spielt das immer eine Rolle. Also ich glaube, die Leute möchten gar keinen Film sehen, wo die Liebe keine Rolle spielt. Stell dich einem Mann, du Spatz! Schöne Frau, wir brauchen Platz. Okay, ich finde dein T-Shirt cool. Dein T-Shirt ist also das du anpasst. Ja. Und wer ist denn da drauf? So, das sind die berühmtesten Komödianten von damals. Kennst du einen von denen? Ich hab heute nicht einen von denen gesehen, ja, glaube ich. Also das ist der Charlie Chaplin. Der gehört zu den berühmtesten eigentlich. Der hat dann später auch noch gemacht im Tonfilm, aber ihm war es immer am liebsten, wenn es wie Stummfilm ist. Das ist der Buster Keaton. Den kennt man schon viel weniger, leider. Fast mein Liebling, darum ist auch an meinem Herzen. War ein wunderbar, alle eigentlich waren richtige Stuntmen. Ja. Das heißt, die haben ganz gefährliche Sachen selber gemacht. Heute, wenn jemand irgendwas macht, dann sieht man am Schluss der Filme immer, wie viele Leute eigentlich sie vertreten haben. Das haben die nicht gemacht, die haben wirklich alles selber gemacht. Ich meine, das mit dem Lachen ist eine wichtige Sache. Nämlich, du musst dir vorstellen, wenn einer einen Witz erzählt und lacht selber dann am meisten, dann lacht man eigentlich gar nicht mehr gern. Ja? Also man lacht gern über jemanden, aber wenn jemand selber lachen würde und einen Witz macht, das ist oft eigentlich gar nicht so lustig. Darum findet man den einfach so gut, weil er niemals lacht, aber man lacht über ihn und mit ihm so quasi sehr viel. Die waren ein Paar, die sind sehr spät gekommen, also da gibt es schon Filme 1914 oder so in der Gegend, ein bisschen später auch bei ihm und die zwei sind eigentlich, sie haben miteinander 1921 einen Film gemacht und dann ein paar Jahre nicht und dann 1926, 1927 sind sie aufgetaucht und haben ganz viele Tonfilme auch gemacht. Also die haben verschiedene Namen bei uns, es heißen Stan Laurel und Oliver Hardy und man sagt auch dick und doof, aber das muss nicht sein. Das ist der Harold Lloyd. Und der ist noch vergessen aus der Buster Keaton leider, weil ja, er ist wirklich fast der Beste, muss man sagen. Und jeder hatte so seine eigene Art. Also die zwei haben immer miteinander gestritten, die haben gegeneinander und auch gegen andere gearbeitet. Er war eben der, der nie lachte und der oft Probleme mit Dingen hatte, dass er nicht nur mit Leuten, sondern auch mit Dingen zurechtkommt.
Der Chaplin, das war der Tramp, der viel herumgezogen ist und dann hat er was erlebt und dann ist er alleine wieder weitergezogen. Das war also der. Und beim Harold Lloyd sieht man, das war irgendwie der kluge Student mit den Brillen. Er hat vorher keine Brillen gehabt, war überhaupt nicht beliebt und nichts. Und nachher war er war einer der reichsten Amerikaner damals, ja. Aber warum hat man ihn vergessen? Er hat gesagt, nein, mich spielt man nicht im Fernsehen, die machen nämlich alles kaputt. Da hat er irgendwie recht gehabt. Früher hat man nämlich die Laurel Hardy Filme, hat man alles weggeschnitten, was zur Geschichte gehört hat und hat nur die Sachen, Slapstick nennt man das, gezeigt und nicht mehr die Geschichte. Also da hat er recht gehabt. Er hat seine Filme eigentlich nur mehr in Beverly Hills, in Los Angeles hat er gelebt, dann hat er, wie er alt war, nur die Nachbarskinder eingeladen, hat dann den Film eingespannt, das war damals noch nicht digital, und hat ihnen die Filme gezeigt. Hat ein bisschen gedauert, aber da brauchen wir ein bisschen Geschichte über die Stummfilmstars. Hat es ja viele gegeben, alle Stars vor ungefähr 1930 waren ja Stummfilmstars. Manche waren dann keine Tonfilmstars mehr, weil sie so schlecht gesprochen haben. Das gibt es auch. Die sind dann Regisseure geworden, sagt man. Weiß ich nicht. Mhm. Okay. Waren Regisseure wieder auf? Bitte? Waren Regisseure wieder auf? Tja, da übernehmen jetzt wir Rucke Zucke, und zwar, weil das ja Aufzeichnung ist. Wie schon erwähnt, Gerhard Gruber spielt regelmäßig auf der ganzen Welt und so auch in Österreich. Schaut einfach nach unter filmmusik.at oder natürlich auch in diesem Kino, wo wir hier die Talkshow aufnehmen, im Breitenseer Lichtspiele-Kino. Ich weiß noch, ich sitze da und spiele und ich habe ganz rote Ohren bekommen und alles war, ich war so gespannt, was da passiert und wie ich das begleite, und das war das erste Mal und ich habe es vorher nicht gesehen. Und diese Begeisterung, das ist ganz wichtig, weil wenn man die nicht hat, dann wird den Leuten auch langweilig. Ja? Das, man überträgt ja das, was man selber zeigt, das ist ganz wichtig. Also wenn du mich fragst, warum ich das mache, weil es mir Spaß macht. Ja. Aber auch ich ein bisschen, dass ich natürlich auch etwas weitergebe, was man sonst fast nicht mehr sehen kann. Ja? Also Stummfilme mit Live-Musik. Schau das an. Danke. Bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auch schon auf eine der nächsten Sendungen. Nämlich, wenn man so möchte, eine Fortsetzung. Da ist Rudolf Gotzberger zu Gast und erzählt uns einiges vom Sounddesign. Eine schöne Woche noch. Ciao, Baba.